Leute, willkommen zurück zu Poke MMO. Wir haben hier im letzten Part mit Aurarius zusammen den Mondberg begonnen. Dieses Mal sind wir ohne Aurarius und ohne Marcel und ohne irgendjemanden ganz alleine für uns. Ich bin stimmlich etwas angeschlagen, wie ihr merkt, aber das ist egal, weil ich gerne vorwärts kommen möchte mit diesem Projektchen. Und warum muss jetzt hier so lange laden? Keine Ahnung, ey. Diese merkwürdigen Bugs, die hier neuerdings auftreten, sind mir echt ein riesengroßes Rätsel. Also, keine Ahnung, keinerlei Erklärung dafür. Use einfach mal schnell den Pack und dann soll das wie One-Hit-KO sein. Danke, gut. Das sind nämlich Käferpflanzen, zumindest Flug da ein absoluter Killer gegen das. Okay, hier waren wir noch nicht. Und wir haben immer noch keinen Ingame-Sound. Leute, ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Ich habe das Spiel neu installiert. Ich habe es neu installiert, habe es echt runtergeschmissen, neu installiert. Das kann... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da wieder für ein Bug mit dem Update gekommen ist. Aber ganz ehrlich, ich kann unter diesen Bedingungen eigentlich nicht spielen. Da habe ich keine Lust drauf. Und ich habe, wie ich schon mehrmals gesagt, dass mir dieses Projekt eigentlich ein Dorn im Auge ist, in der Form, wie es ist. Und dass da kein Ingame-Sound ist, macht es nicht besser. Ich kann hier nochmal in Optionen gucken. Aber... Sound, keine Ahnung. Ich kann hier nochmal das hier reinmachen, aber... Ich denke nicht, dass es was bringen wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da gerade konkret eingestellt habe, aber es wird... nichts Negatives sein. Warte mal, Sound. Ich kann hier nochmal gucken, aber... an attack move that works. Das Spiel. Das ist Verfolgung, ne? Ja, dann vergessen wir mal hier den Heuler. Rettern. Gut, da kriegt es auch einfach Schnabel ab, solange bis Habitat halt down ist, ganz ehrlich. Ihr könnt mich jetzt hier alle mal. Ja, dann ist halt down, mein Gott. Komm, ganz ehrlich. Die Nidorans habe ich mittlerweile auch beide gefangen. Ich weiß noch nicht, ob ich da welche ins Team nehmen will. Oh, ich frage, ob ich überhaupt noch jemanden hier ins Team nehmen war. Naja. Feuerrot ist halt ein Spiel, das am Anfang sehr nervig ist. Die Savvy Islands finde ich zwar wirklich geil, aber das ist mir ehrlich gesagt nicht wert, wirklich hier die ganze Sache. Schieb mal hier den Shillock an Anfang, bitte. Boah, nervt mich jetzt nicht, ey. So, ich kann nur noch einmal gucken. Ich kann in den Einstellungen, wie gesagt, gucken, ob es da irgendwas gibt, aber... Ja, FPS-Counter brauchen wir nicht zu schauen. Ja, Language ist überflüssig. Chat. Nee, keine Ahnung, woran es liegt, Leute. Aber ohne E-Game-Sound macht es auf jeden Fall relativ wenig Spaß. Mir fehlen auch relativ viele Sounds. So generell fällt mir auf, weil das Item, da gab es gerade auch keinen Sound. Außer habe ich da wenig drüber gehört, aber ich glaube eher weniger. Nur die wilde Pokémon-Musik, die gibt es natürlich noch, die mir so auf den Nerven geht. Nein, es gibt immer noch keine Trainermusik. Ich finde das absolut scheiße. Ich finde das sogar mal richtig scheiße, Alter. Was ist denn das für ein Mist?
Boah, so macht es keinen Spaß, Leute. Es macht so keinen Spaß. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, aber. Es macht einfach keinen Spaß ohne ihr Trainer-Sound. Ich kann jetzt mal ganz kurz noch, da fliegt es vielleicht gerade was ins Bild rein. Ja, Steam ist auch noch offen, daran kann es nicht liegen. Pokémon, ihr seht es hier, hat Sound. Also, keine Ahnung, woran das jetzt wieder liegt, aber. Dass es seit so einem Behinderten-Update, das es ja alle 2 Tage gibt, ist das so. Ich werde mal im Internet gucken, der Marcel weiß da nämlich auch nichts zu. Er hat nämlich Ingame-Sound komischerweise, Probleme mit Technik habe immer nur ich. Das ist aber klar, das kenne ich, dass er daran. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Oh ja, das kotzt mich an. So, Punkt. Ich würde am liebsten in den Optionen weitersuchen und hoffen, dass da irgendwo noch ein Häkchen zu viel oder zu wenig drin ist, aber. Das kann nicht sein, dass hier. Da fehlen einfach irgendwelche Sounds. Da fehlen einfach Sounds, ganz einfach. Ja, hier fehlen einfach irgendwelche Sounds. Ich habe es neu installiert, von daher kann es nicht sein. Ich habe doch nichts dran rumgeschraubt gehabt vorhin, also. Keine Ahnung, woran es wieder liegt. Was ja auch blöd ist, dass ich nicht den Speicherpunkt setzen kann, das einfach mal vor der Aufnahme testen, weil dann würde ich ja schon weitermachen, jedes Mal, wenn ich es testen möchte. Das kann ich dann machen, sobald diesen Kampf fahren, aber der braucht leider noch ein paar Parts. Ja, so ungefähr 10. Nein, 10 nicht. 3, 4, 5, 5. Mal gucken. Ich habe eigentlich vor, heute schon Azuria City zu erreichen, aber. Ja, in der Form wird das eher schwierig. Ich werde wahrscheinlich Nidoran weiblich ins Team nehmen, weil Marcel ja Nidoran männlich nimmt. Ich wollte mich da mit ihm absprechen, aber ich glaube, er hat das ja schon entwickelt gehabt in seinem LP, deswegen. Ja, nehmen wir Nidoqueen wahrscheinlich, aber. Ich mache das nochmal hundertprozentig fix und dann können wir. Kann ich euch das mitteilen. Da haben wir auch den Mondstein schon gefunden. Und es geht weiter in die Tiefen des Berges. Paras wäre nicht auch ganz cool im Team gewesen, aber. Nö. Jetzt überlege ich mir mal, wenn ich mal Feuerrot mache, vielleicht. Dann können wir mal über Parasek reden. Das wäre nicht ganz geil, Parasek. Moment, entschuldige mich nochmal kurz. Ja, wie gesagt, ich bin etwas erkältet, von daher. Müssen wir halt einfach alles akzeptieren, was in die Richtung geht. War das gerade ein Beleber hier drin? Es wäre relativ früh eigentlich für so ein starkes Item. Wie gesagt, bezüglich dieses Trainer-Sounds, da ich kann im Internet mal gucken gehen, ob da was steht. Ihr könnt mal schreiben, wenn ihr was wisst. Und wenn nicht, dann. Ja, dann. Weiß ich nicht, wie ich da weiter verfahre, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ohne Trainer-Sound zu spielen. Ich werde auch ohne Trainer-Sound nicht spielen. Ja, das ist wirklich so. Die sind einfach eiskalt weg, die Sounds. Keine Ahnung, woran das wieder liegt. Keine Ahnung. Oh Mann. Aber ich glaube, man hat ja auch auf Pokémon einen größeren Blick auf den Mondberg so an sich, also auf die, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Einen größeren Blick auf die Gegend, da wird es sich vielleicht sogar lohnen, das ganze Fenster größer zu ziehen, dann der Aufnahme einfach so klein zu lassen. Dass ich halt trotzdem noch etwas mehr sehe. Ich muss das mal testen, ob das wirklich so läuft. Was kann ich sogar jetzt hier mal ganz schnell testen? Entschuldigt mal. So, Moment, wartet. Ja, das scheint wirklich so zu sein. Da fehlen überall Sounds, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und diese wilden Pokémon haben mich vorher schon genervt. Nervt nicht weiter.
Muss ehrlich gesagt, muss auch wirklich sagen, ich hasse den Mondberg über alles, weil der einfach scheiße ist, ja. Der Mondberg ist einfach für so früh im Spiel ein viel zu langer Dungeon. Wirklich viel zu lang, weil er ist ohne Schutz unerträglich. Aus einem Grund, den man, glaube ich, sieht, weil jetzt bin ich 2 Schritte gelaufen, kommt wieder ein wildes Pokémon. Und einfach ohne ein nötiges Inventory ist sowas einfach nervig, weil man auch keinen Schutz hat. Das heißt, man muss dann unter Umständen mehrfach zurückrennen. Und da habe ich mal gar keinen Bock drauf, ey. Ja, jetzt werde ich hier wieder ohne Pokémon-Sound. Ja, komm, ich sag da gar nichts mehr zu. Sobald wir aus dem Mondberg draußen sind, ja, übergebe ich das dann wieder ans LPT, falls ich es überhaupt übergebe. Weil ich sag, ohne Ingame-Sound mache ich das nicht weiter, Leute. Ich sag's, ich habe keine Lust auf ohne Ingame-Sound. Das ist gay. Also, du hast doch Ingame-Sound. Ja, lass mich. Ich habe diese Dungeon-Musik, will doch keiner hören. Ja, schick den Zubat auf Level 13, das will auch keiner sehen. War das echt trist ohne Sound? Das ist echt trist, wirklich. Ja, laber mich nicht zu. Ja, du hast die Fossilien gefunden, das sind deine. Schön für dich. Manche Sounds sind da, der zum Beispiel war gerade da, diese dünn, dünn, dünn. Das ist auch der Sound, der bei, glaube ich, Arenaleitern oder so kommt, keine Ahnung. Der hat eigentlich eine bessere Spezialverteidigung, das interessiert in dem Spiel hier eh keinen. Ja, warum holt das jetzt zurück? Und holt, ja, okay, er holt Voltoball rein, aber Voltoball reinzuwechseln irgendwo ist prinzipiell nicht so klug. Und schneller ist er auch nicht, weil ich 10 Level drüber bin, zum Glück, sonst wäre das ja wirklich ein Chaos geworden. Ja, schön, haben viel Sound hier heute. Was stand da gerade? Es stand gerade irgendwas, irgendeine Meldung, die mir nicht gefallen hat. Was? Was? Wurde ich irgendwie. Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat das was mit Slimers Fähigkeit zu tun. Die könnte relativ fies sein. Hier kommt noch Smog. On. Smogon. So, ich soll sagen, Smogmogger ist ja noch ein Smogon. Und ja. Es ist besiegt und wir halten unsere Erfahrungen und da kommt der Sound rein. Er hat beschlossen, dass er teilen wird und ich nehme natürlich das Dome-Fossil, weil einfach Kabutops cool ist und Ammonitas nicht so cool in meinen Augen. Also ich mag Kabutops mehr als Ammonitas, Amoroso, wie auch immer. Auch ein Amoroso mit Hausbruch ganz nice, aber wir sind hier Gen 3, von daher erwarte ich hier gar nichts in die Richtung. Somit sind wir in diesem schrecklichen Loch hier draußen. Da oben kann man noch ein paar Special-Attacken erlernen. Und hier unten, da kann man noch ein bisschen rumlaufen. Also Mega-Kick und Mega-Heap sind die Attacken da, die will ich, glaube ich, meinen Pokémon nicht unbedingt beibringen. Hier finden wir noch die TM05 ohne Sound, das Kugelsatz, soweit ich weiß, falls ich mich nicht irre, was wahrscheinlich tue. Da oben scheint noch ein geheimer Platz zu sein, wo man alles tut, um uns den nicht zu zeigen. Ah, doch, da ist eine Höhle, seht mal. Aber die wird bewacht, okay. Also, hier sind wir in Azuria City angekommen. Ich werde an dieser Stelle auch den Part beenden. Ich habe gesehen, dass der Marcel da fast 30 Minuten Parts hochgeladen hat mit dem Mondberg. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat im Mondberg. Ich habe es mir nämlich noch nicht angeguckt, muss ich echt zu sagen, weil ja, Mondberg halt. Und in diesem Sinne dann verabschiede ich euch in den Restsonntag. Ich hoffe, ich krieg das gefixt. Wenn nicht, dann werde ich einen Entschluss fassen müssen. Also, bis zum nächsten Mal.
mit Marcel dann wieder. Hoffentlich. Hoffentlich, alles so auf der Waage. Ja, tschaußen.